Achtung, Achtung, jetzt, jetzt, ja, und oh, bam! Also nein, stopp, so können wir das hier nicht stehen lassen. Moment, da muss ich kurz nachhelfen. Und ja, so ist besser. So, hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Solo-Projekt von WoW. Mana, ich grüße dich, so wie auch euch, liebe Zuschauer. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin immer noch hier in der Feste Traktaron und der Paladin ist immer noch da. Mal sehen, wie er jetzt darauf reagiert, wenn ich jetzt nur spezifisch gehen möchte. Ja, wenn er denn reagiert. Es bleibt abzuwarten. Also ich würde es mal so sagen, es gibt hier eine begrenzte Zeit. Ja, es ist nicht so, dass wenn jetzt hier einer Rollenabfrage macht, so von wegen, hey, ich will noch eine Instanz laufen, wie schaut es bei dir aus? Wenn der Eingeladene nicht reagiert, es gibt eine ablaufende Zeit. Ich weiß nicht, wie lang die ist, aber es gibt die. Und dann kommt eben halt dieses Signal, so prsch, ne? Keine Rollenanfrage angenommen. Und dann ist das ein Zeichen für mich, okay, er ist gerade AFK oder so und ich habe jetzt auch keine Zeit oder keine Lust auf ihn zu warten. Deswegen würde ich dann die Gruppe verlassen. Je nachdem, ob er gleich drauf reagiert oder nicht. Jetzt haben wir hier ein Ausrufezeichen. Was darf es denn sein? Ah, okay. Vorgeschlagen, Drachenöde. Okay, es wird mir vorgeschlagen, eine Drachenöde zu questen. Ja, ist eine gute Idee, aber nö. So, wie schaut's aus? Der Kollege ist AFK, ich schwör's euch. Das ist nicht nett. Aber ich bleib erstmal ganz gechillt, wa? Ganz gechillt, chillig. Chillig, entspannt. Rollenabfrage. Ja, leider kann ich nicht sehen, wie das hinter... Obwohl? Nee, kann ich nicht, ne? Oder? Nein, kann ich nicht. Okay. Ja, guck mal, er ist AFK. Vergiss es. Okay, alles klar. Ja. Nicht reagiert. Instanzgruppe verlassen. Dankeschön. So. Tschüssikowski. So, wir sind wieder hier in der boreanischen Tundra. Nehmen wir mal kurz hier die letzte verseuchte Erde mit. Fliegen jetzt nochmal fix zurück und suchen währenddessen die nächste Instanz. Spezifisch. Los geht's. Ah, guck mal. 2 von 3. 2 von 3 Didiler, die sind schon in der Warteschleife. Das ist perfekt. Fehlt also nur noch ein Didiler und ein Heiler. Sehen, ob das in der nächsten Zeit klappt. Ich muss auch sagen, ich bin ganz schön gut durchgekommen. Jetzt in der letzten Folge, 20 Minuten. Friede sei mit also jetzt euch. Komplett, ne? Mögen die Vorfahren. War cool. Okay. Säule der Fäulnis ausgekundschaftet. Säule des Blutes ausgekundschaftet. Und Säule der Pein. Säufe. Ne, Säule. Doch. Säule der Pein. Okay, dafür müssen wir darüber in das düstere Gebiet, sag ich mal. Ja, hier so hin. Was ist das hier eigentlich? Lasst euch nach Dalaran gehen. Ach, guck mal. Nach Dalaran. Ja, wir sollen ja noch nach Dalaran fliegen. Hahaha. Später. Später, Peter. Ja. Okay. So, Tempelstadt Enkia. Oder Enkia, wie man es ausdrücken will. So, Säule der Fäulnis. Entdeckt. Okay, dafür müssen wir wohl erstmal reinfliegen. Auch gut, dann fliegen wir halt rein. Kein Problem. Das machen wir alles schon. Ich brauche ein Ziel. Ja, kommt her. Ich bin außer Reichweite.
So, damit habe ich jetzt den Großen geweckt. Und damit ist der Große tot. So, und ich glaube, ich musste gar nicht hier rein, sondern ich musste einen Stockwerk höher. Hä? Gut, schauen wir mal. Wie schaut's aus? Okay, es sind drei DDler am Start, jetzt fehlt nur noch ein Heiler. Wo muss ich denn hin? Geht's überhaupt ein Stockwerk höher oder geht das nicht ein Stockwerk höher? Okay. Überwerft. Okay, alles klar. Ich habe hier so ein Dings. Ich habe hier... Oh, ich habe vor allem volle Taschen. Oh, scheiß, die wandern. Okay. So. Sollte hier was überwerfen. Das habe ich gerade getan. Und jetzt mal kurz gucken. Genau. Säule der Fäulnis ausgekundschaftet. Sehr gut. Scheiß, die wandern. Ich muss hier echt mal wieder meine Taschen leeren. Komplett vergessen. Nicht gut. Okay, nächste Säule. Säule des Blutes. Ja, einmal hier rein, bitte. Okay. Nicht einmal hier rein, sondern einmal darauf. Und dann rein. Schaff auch, sind immer noch drei, okay. Ja, genau, hier geht's hoch. So, wahrscheinlich hier rein. Ja, und die violette Festung. Perfekto. Los geht's. Seh zu, Alter, penn jetzt nicht. Bitte, 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 bitte nicht pennen. Ich brauch dich, Kollege. Ich brauch dich. Yes. Saugeil. Das gibt dann auch schon mal hier einen kurzen Thumbnail, so wie in der letzten Folge. Upsa, warte mal. Quest annehmen. Ganz wichtig, nur annehmen, nichts machen, sonst so an... Okay. So. So. Das sieht doch gut aus. Perfekt. So. Wieder Grüße. Die Tür ist zu. Und nun geht's los. Malak ist ein Gruppe. Ja, Anführer eurer Gruppe. Perfekt. Dankeschön fürs Markieren. Und wir müssen da oben hin. Hier geht es jetzt darum, es öffnen sich regelmäßig Portale in gewissen Abständen und die muss man, also da kommen jetzt gleich Monster raus und die muss man bekämpfen. Damit die eben halt nicht vorne zum Haupteingang kommen. Und die Tür kaputt machen. Hier bin ich. Ich brauche ein Ziel. So, hier ist auch Kirschner for the Win. Da ist das nächste Portal. Es sind 18 an der Zahl, 18 Stück. Und zwischendurch kommen dann noch, ich glaube, jeweils zwei Bosse. Und natürlich dann der Endboss. Ich glaube ich jetzt zumindest. Ich habe das nicht mehr ganz im Kopf. Ich kann mir schlussendlich ja auch nicht alles merken. So, nächstes Portal da unten. Komm ich? Nee, komme ich nicht. Okay. Oh, hi. Das ist hier eigentlich eine der entspanntesten Innis in der Lich King-Szenerie, muss ich sagen. Und halt, wie auch, wie schon gesagt, hier Kirschner for the Win, der Jäger, der freut sich bestimmt gerade einen Keks. Aber auch nur vorausgesetzt, dass jeder lötet. Ha! Übrigens an dieser Stelle, schönen Gruß an Zwiebelpeter und an Zockerrübe. Ja, denn die beiden bestreiten ja zusammen mit mir... Oder nein, okay, ich sag's mal anders. Ich darf die beiden begleiten. So ist richtig, so fällt ein Schuh raus. Und, hier ist es ja so,
Normalerweise sagt man ja mal plündern, ja, man plündert hier die ganzen Gegner, die man getötet hat. Aber im Englischen sagt man immer so Loot, ne? L-O-O-T. So eine langweilige Innie hier, ja, ja. Langweilig, aber trotzdem noch entspannt. Also keep cool, Alter. Zekto hat sich gerade beschwert. Ach, der Heiler. Na gut. So, jedenfalls zurück zum Thema. Es heißt ja Loot, ne? Looten. So, das ist dann das Tu-Wort. Und ich sag dann statt looten immer löten. Und damit habe ich die beiden angesteckt. Das sagen die jetzt nämlich auch immer. Finde ich lustig. So, 6 von 18. Wo? Ach, da kommt der erste Boss. Den hatte ich auch schon lange nicht mehr. Ich kann das nicht angreifen. Den Höllenhund, den Lavantor. So, Waffe. So, das war jetzt schon mal der erste Boss. 6 von 18 Portale sind gelegt. Jetzt haben wir eine halbe Minute Zeit, um uns kurz aufzufrischen, was aber nicht nötig ist. Dann geht es nämlich auch direkt weiter. So, der Heiler ist auf 93%, jetzt 95% seines Manas, also pff, ganz entspannt. Alles cool. So, noch 10 Sekunden. Dann sieht's hier. Ja, hier ist jetzt der Balken. 5. Ja, bald. Ach, da oben. Da ist das Portal. Ich habe gerade gesehen, ich habe da noch einen Loot liegen lassen. Muss ich gleich mal löten, den Loot. So, hier kann ich auch noch was löten. Wo geht's hin? Da hinten geht's hin. Okay. Ach, hier kann ich doch nichts mehr löten. Okay, alles klar. So, ich gehe mal ein Stück hier in die Richtung, weil die kommen nämlich jetzt raus und laufen direkt Richtung Eingang. Ist wahrscheinlich. Ja gut, jetzt wo sie abgefangen wurden, ist es sowieso egal. Beziehungsweise er. Ist ja nur einer. Oh, schon tot. Okay, nächstes Portal. Portal mittlerweile 9 von 18. Ja, also die Hälfte haben wir. Kann ich noch nicht tun. Ich brauche ein Ziel. 10 von 18. Oh, da oben. Oh Gott, Schlachtruf. Gleich das nächste Portal. Es läuft doch hier wie geschmiert, ey. Richtig cool. So. Kurz betäuben. Scheiße, ich komme noch nicht mal dazu, irgendwie meine Special Effects raus, meine Special Moves rauszuknallen. Oh ja, und den hatten wir auch schon lange nicht mehr. Gott sei Dank nicht diese Wassernixe. Oh, die ist furchtbar, dieses Wasserelementar. Und jetzt zur Ausführung einer Aufstiegsstufe. Er ist cool, ich weiß gar nicht mehr, was der alles macht. Ja, dafür habe ich ihn zu selten. Man kriegt hier übrigens auch einen Erfolg, wenn man alle Bosse einmal gelegt hat. Das Problem ist nur, dass die hier im Zufallsmodus auftauchen. Beziehungsweise, dass die
ne, freigesetzt werden, aber naja, gut. Oh, muss man kurz hier ein bisschen beiseite gehen. So. Muss noch ein Stück beiseite gehen. Oh, Anschild. Ja, Bedarf. Sowas von Bedarf. Yes! Was? Tumultschild. Nein, wie süß. So, okay, nächstes Portal in etwas weniger als etwas mehr als 10 Sekunden. Na gut, jetzt sind es noch 10 Sekunden. Hier ist wieder der Balken. Geil, mit Stufe 75. Okay, ich bin 74 mit 17%. Das dauert also noch ein bisschen. Neues Portal hier, direkt bei dem Boss. Das war, glaube ich, zu voreilig, Kollege. Ich muss näher ran. Ich muss näher ran. So, Aggro, sehr gut. Da wurde jemand geschafft. So, einmal kurz löten. Wo ist das nächste Portal? Da oben, ja. Oh, das tat weh. Oh, das tat weh. Ich brauche ein Ziel. Huiuiuiui, das war jetzt, ja, schon ein bisschen knifflig. Oh, was haben wir denn jetzt hier? So, Leder kann weg. Armbrust kann auch weg, brauche ich nicht. Intelligenz, brauche ich auch nicht. Gut. Portal 15 von 18 ist das jetzt. Oh, hi. So, ich bleib jetzt mal hier in der Mitte stehen. Ja, weil die kommen jetzt nämlich hier von links und von rechts und das macht keinen Sinn, da jetzt auch irgendwie so in die Richtung. So ist cool. Es hätte jetzt keinen Sinn gemacht, stumpf in eine Richtung zu laufen, ne? Dann lieber unten bleiben und warten, bis die von selber kommen. Weil die versammeln sich dann schon automatisch. So. Da oben. 17 von 18. Das müsste jetzt das letzte oder vorletzte sein. Und dann haben wir schon. Kann ich noch nicht tun. Hier bin ich. Ich muss näher. Ich liege auch gut. Prozentual liege ich sehr gut. Ich habe einen gesamt erlittenen Schaden von 70%. Knapp 71%. Eine beherzte Verteidigung. Ah, und jetzt kommt der Endboss. Ich werde Maligos Befehle persönlich ausführen. Portalwächter. 5, 4, 3, 2, 1. Wir werden dies hier und jetzt beenden. Lift off! Kirin Tor. Hier haben wir, ja, ist egal, ich kann es nicht aussprechen. Jedenfalls, das ist der Endboss. Er macht nicht viel, weil er nämlich auch nicht die Zeit hat, viel zu machen, denn der liegt nämlich gleich. So wie ich gerade flach gelegt wurde. Uahaha. So, zack, fertig. Und wir haben hier Plattestecker aus Dauer. Ausdauer, ausweichen, welcher? Ja, ist schon wieder die Dealer equipped hier. Zum Kotzen. Okay, dann gleich mal Quest abgeben. Noch zwei Platz frei. Braucht ihr etwas? Nee. Ich nehme aber.
65, 95, 69, den hier nehme ich mit. Mögen eure Reisen so, sein. Gut. Gruppe verlassen. Die haben sich nämlich nicht, oh, die sind einfach raus, ja, ich bin jetzt hier der Letzte, geil. In diesem Sinne, Gruppe verlassen, jawohl, jetzt sind wir wieder draußen. Und ich fliege mal eben fix zurück, mach meine Taschen leer, weil hier nur noch ein Platz frei, das ist nicht gut. Das mache ich dann aber im Offline-Modus, wobei ich kann jetzt kurz den Turm hier noch mitnehmen. Genau, den Turm nehme ich hier nochmal fix mit. Sehr gut. So, Quest beendet. Jetzt habe ich nämlich einen guten Grund, wieder zurückzufliegen. So. Jetzt muss ich mal kurz aufpassen. Da. Gut. Jetzt habe ich den Umhang wieder abgelegt und kann jetzt zurückfliegen. Da. Das mache ich dann jetzt aber, wie gesagt, im Offline-Modus. Pack dann meine Taschen leer. Ja, schmeiß alles weg, was ich nicht gebrauchen kann, verkauft das alles. Und dann versuchen wir mal in der nächsten Folge noch eine Instanz zu rennen. Das wäre dann in dem Sinne Gundrak. Oh, das wird jetzt ein bisschen kompliziert. Eine Instanz? Ja, mal gucken. Aber egal, in diesem Sinne, Dankeschön fürs Zugucken. Schaut doch in der nächsten Folge wieder vorbei. Ich freue mich auf euch. Bis dahin sage ich Tschüss, Ciao, auf Wiedersehen und natürlich auf bald. Hat es jetzt eigentlich geklappt? Ich weiß es nicht.